Tja, ja, Frauen-Animes sind schon was Tolles. Egal ob als Ganzlinger, Magical Girl oder Hausfrau und Mutter. Sie sind vielseitig einsetzbar und zaubern uns allen ein Lächeln ins Gesicht. Männer-Animes haben da ja eine limitierte Auswahl an Rollen, die sie in Animes erfüllen, während Frauen wiederum die ganze Welt offen steht. Und wie immer das kleine Spielchen ist doch wirklich nur die beste Frau aus einem Anime sein, die mir besonders gut gefällt. Das bedeutet, gefallen mir mehrere, darf ich wirklich nur die eine nehmen, die mir am besten gefällt. Natürlich handelt es sich dabei wie immer um meine persönliche Meinung. Schreibt mir doch auch mal eure Lieblingsfrauen-Animes in die Kommentare. Würde mich interessieren. Mila Ayuhara. Oder auch, wie die meisten Leute sie auch kennen, Mila Superstar. Tja, die kleine Mila hatte eine Lungenkrankheit und hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen, hat sich wieder erholt, ist wieder auf die Beine gekommen und hat ein eigenes Volleyballteam auf die Beine gestellt. Sie ist sportlich, ehrgeizig, sehr entschlossen und willensstark. Wenn jemand sagt, das ist unmöglich, das wird sie niemals schaffen, dann macht sie es erst recht. Sie hat meine Begeisterung damals für Volleyball geweckt und ist daran schuld, dass ich Volleyball cooler als Fußball finde. Von dem her hat sie es zu Recht auf diese Liste geschafft. Und hier kommt es auch schon zu einem Stechen zwischen zwei Charakteren, nämlich zwischen Roberta und Revi aus Black Lagoon. Ich finde beide ziemlich cool, beide sind wirklich sehr starke Frauen. Revi ist durch und durch ein Badass und hat eine wilde Seite, während Roberta ihre leider nicht zeigen darf, weil sie manche Leute halt erschreckt. Denn Roberta muss sich leider zügeln, ihr wahres Ich nicht zu zeigen. Was einerseits schade ist, andererseits kann man es nachvollziehen, weil es halt die Leute erschreckt und die Leute, die sie mag, möchte sie halt nicht verkraulen. Es ist mir halt wirklich nicht leicht gefallen, aber ich muss diesen Platz wirklich Roberta gönnen. Bei ihr stimmt das Komplettpaket, okay, bei Revi auch, aber Roberta ist halt noch ein bisschen kreativer, was das Morden angeht. Vielleicht packe ich alle Charaktere, zwischen denen ich mich nicht entscheiden konnte, noch in ein extra Video rein, um sie dort zu loben. Mit auf der Liste ist natürlich Seras Victoria aus Helsing. Was soll ich da groß sagen? Ich bin halt auch nur ein Mann und ich stehe halt auf Frauen mit richtig dicken Waffen. Mit denen kann sie auch richtig gut umgehen und macht jeden einzelnen Gegner die Hölle heiß. Sie ist durch und durch eine Kämpferin, hat eine polizeiliche Ausbildung und hat sogar Humor. Right this way, Grigby. That's right, right in front of everyone else. You're 80, you're used to it. We're going to look at art and paintings, which I believe are also art. I don't know. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber mir gefallen ihre Haare. Ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, ich würde mir genau ihre Frisur zulegen. Und hier haben wir Bulma, eine sehr schlaue Frau, ohne welche es niemals Dragon Ball gegeben hätte. Sie baute einst den Dragon Radar, mit welchem sie auf Son Goku gestoßen ist. Sie überredete ihn damals, sich ihrer Reise anzuschließen. Wäre das nie passiert, dann würde Son Goku immer noch als Hinterwäldler in den Bergen leben und Bulma wäre wahrscheinlicherweise bei der Suche nach den Dragon Balls gestorben. Sie ist so schlau, dass selbst Alien-Technologie für sie kein Problem ist. Sie hat zudem immer einen flotten Spruch auf den Lippen und scheut sich vor keinem Abenteuer. Auf Platz Nummer 1 haben wir noch eine Volleyballerin, nämlich Minako Aino aus Sailor Moon. Mit ihr kann ich mich am meisten identifizieren. Genau wie ich hat sie sowohl eine ernste als auch eine alberne Seite. Sie und ich könnten wunderbar mit einem T-Shirt durch die Gegend laufen, wo drauf steht, wieso gerate ich immer wieder in solche Situationen. Kämpferisch hat sie auch einiges zu bieten. Egal ob als Sailor Venus oder als Sailor V, sie ist sportlich, unbeugsam und entschlossen. Außerdem ist sie die schönste Sailor-Kriegerin. Das waren meine persönlichen Lieblingsfrauen aus Animes. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.